Und zwar geht es um die Heinrich, eine Art Sägezahn-Luxus-Version. Dass nicht immer alles beim ersten Mal klappt. Ich muss gestehen, ich habe ein kleines bisschen gefuscht. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um ein Video, eine Woche am Arm, wie ihr am Titel schon gesehen habt. Und zwar geht es um die Heinrich Sporttaucher LX, das heißt die Luxusversion. Und gleichzeitig geht es auch um ein Experiment diese Woche. Denn nach meinem Watchtime-Messevideo habe ich doch massiv Kritik bekommen über meine unruhige Kameraführung. Das heißt, ich werde diese Woche einen Test machen und das ganze Video komplett aus der Hand filmen, ohne Stativ, mit Ausnahme der Aufnahmen der Uhren, die ich gegebenenfalls mache. Naja, soweit dazu. Wir starten jetzt mit meiner eine Woche am Arm mit der Heinrich Sporttaucher LX. Wir haben Donnerstag, Tag 1, wir haben 21:45 und meine Heinrich Sporttaucher LX ist natürlich am Arm. Ich muss gestehen, ich habe ein kleines bisschen gefuscht. Ich habe die Uhr auf der Watchtime bekommen am Samstag, hatte sie Sonntag schon einen Tag am Arm. Aber die Messe hat meine Konzentration so dermaßen erfordert, dass ich von der Uhr nicht wirklich habe Eindrücke sammeln können, so dass ich mich jetzt auf meine eine Woche am Arm wirklich mit Genuss einlassen kann. Und wie ich im Review-Video schon gesagt habe, ist das eine der Uhren, die mich dieses Jahr mit am meisten überrascht haben. Nicht, weil sie besser ist als erwartet. Ich habe von Heinrich Taucher Uhren ohnehin eine gute Qualität erwartet, sondern weil ich dachte, dass das Design überhaupt nichts für mich sei. Und als ich sie live auf dem Tisch hatte, hat sich das komplett gewandelt. Ich finde die Uhr einfach grandios und freue mich wie Bolle auf die eine Woche am Arm. Bin gespannt, wie sich die relativ dünnen Zeiger und relativ dünnen Indizes nachts schlagen, ob ich da ausreichend Leuchtmasse habe, ob ich da entsprechend gut die Uhr ablesen kann, wie sich das Gehäuse und das Band im Alltag schlägt. Alles das werde ich euch in der eine Woche am Arm diese Woche zeigen. Wir haben Donnerstag, Tag 1 meiner eine Woche am Arm und meine Heinrich Taucher LX ist natürlich noch am Arm. Ich habe heute ein ziemliches Videodreh-Event gehabt. Ich drehe mich mal ein kleines bisschen und dann könnt ihr vielleicht hinten noch sehen, da ist gerade ziemlich ausgebrannt. Aber ich habe hier diverse Kameras im Einsatz. Das ist meine Overhead-Kamera, die ich benutze, um hier auf dem Platz die Uhren zu filmen. Dann hier oben das Mikrofon über Kopf. Hier hinten die Kamera, mit der ich mich aufnehme. Und dann hier noch ein iPad, was mir sozusagen einflüstert, was ich mir nicht merken kann. Ach ja, und natürlich ganz oldschool auch noch ein Blog mit handschriftlichen Notizen. Die ganze Zeit war die LX am Arm und ich muss zu meiner Überraschung sagen, dass eine Zeigerform, die anfangs nicht wirklich meins war, nämlich die sehr spitz und dünn auslaufenden Dauphin-Zeiger, sich entgegen meiner Erwartung sehr viel besser ablesen lassen, als ich es gedacht habe. Und insofern ist das schon mal ein sehr positiver Event für die Uhr. Und ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich mich auf die Nacht freue, um zu sehen, wie sie sich bei Nacht schlagen. Denn viel Leuchtmasse passt auf die Zeiger naturgemäß nicht drauf. Auch die Indizes sind relativ dünn, so dass ich sehr gespannt bin, ob ich morgen sagen kann, ich konnte die Uhr die Nacht ablesen oder aber habe doch zum Handy greifen müssen. Wir haben Freitagmorgen, 21:30, Tag 2 meiner eine Woche am Arm und meine Heinrich Taucher LX ist natürlich noch am Arm.
Wie hat sie sich über die Nacht geschlagen? Erstaunlich gut. Ich konnte die Indizes und die Zeiger die ganze Nacht über erkennen. Aber, und das ist einfach der Länge der Zeiger, insbesondere auch der Länge der Leuchtmasse geschuldet, der Stundenzeiger ist kurz und somit ist die Leuchtmasse nicht so lang, sodass ich mich ohne Lesebrille doch teilweise sehr konzentrieren musste, um den Stundenzeiger zu sehen. Aber es ging. Er hat die ganze Nacht durchgehalten und ich habe nur einmal aufs Handy geschaut zur Kontrolle, um zu prüfen, habe ich das richtig eingeschätzt? Ja, es geht. Und das ist für mich eine Überraschung, insbesondere bei der Zeigerlänge des Stundenzeigers und der Länge der Menge der Leuchtmasse auf demselben. Was ist mir noch aufgefallen? Das Band trägt sich mega angenehm, wobei ich zwei Glieder habe, die nicht ganz so beweglich sind wie die anderen. Ich werde das noch einen Tag beobachten und gegebenenfalls gegen die Glieder austauschen, die ich zur Längenanpassung rausgenommen habe. Ja, soweit zur LX nach der ersten Nacht. Am Wochenende geht es in meine alte Heimat, ins Rheinland, beziehungsweise die Rheinländer mögen es mir nachsehen, in den Bereich des Niederrheins. Da machen die Rheinländer eine feine, aber wichtige Unterscheidung. Freunde treffen, meine Eltern treffen und vielleicht auch ein paar hoffentlich interessante Aufnahmen machen können. Wir haben Freitagabend, Tag 2, meiner eine Woche am Arm und meine Heinrich Taucher LX ist natürlich noch am Arm. Ja, drei Sachen muss ich heute berichten. Zum einen, ich habe ja gesagt, dass auf der einen Seite, auf der 12 Uhr Seite, Bandglieder etwas klemmen. Das hat sich deutlich gegeben. Ich habe die Hände ganz mal gewaschen, bin vielleicht etwas mehr mit Seife an das Band gegangen, habe natürlich auch geduscht und die Glieder bewegen sich deutlich besser. Noch nicht ganz so flexibel wie auf der 6 Uhr Seite. Beziehungsweise alle auf der 6 Uhr Seite, aber es wird besser, deswegen vermute ich, dass die Bänder einfach etwas stramm oder die Glieder einfach etwas stramm gesessen haben und vielleicht ein bisschen Dreck drin war, ein bisschen Schmiere, eingetrocknetes Öl, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es jetzt besser, ich werde die Glieder erstmal nicht tauschen und gucken, wie sich das über die Woche entwickelt. Dann ist mir aufgefallen, wenn man sehr schmale Arme hat, also 17 und drunter, aktuell habe ich 17,5, da geht das noch. Da entsteht durch das starke Abknicken des Bandes in Verbindung mit den sehr feinen Gliedern eine Art Sägezahnmuster direkt an der Kante des Anstoßes. Ich versuche davon mal ein paar detaillierte Aufnahmen zu machen. Wenn es geklappt hat, blende ich euch die jetzt ein. Und mich stört das überhaupt nicht. Ich habe es nur gemerkt, als ich mal über die Uhr gefühlt habe, um zu schauen, wie sie sich anfühlt. Wenn man enge Hemden hat mit engen Manschetten oder eng anliegende langärmelige Pullover oder Longarm-Shirts, Longsleeve-Shirts oder wie immer die heißen, ihr merkt schon, Mode ist nicht so wirklich mein Ding. Da könnte das eventuell bei, wie gesagt, sehr dünnen Armen zu einem Problem werden, dass da vielleicht der Stoff etwas aufgeraubt wird. Wenn die Arme etwas breiter sind und die Auflagefläche entsprechend größer, da sollte das meiner Meinung nach nicht passieren. Und die dritte Sache hat mit der Uhr überhaupt nichts zu tun. Ich bin einfach manchmal ein kompletter Vollidiot. Ich habe heute die Archive auf meinem iPad und meinen externen Festplatten sortiert, bisschen aufgeräumt, bisschen Platz geschafft, ein paar abgeschlossene Projekte in meinem Schnittprogramm gelöscht. Und dabei festgestellt, ich habe noch ein komplett abgedrehtes Video da liegen gehabt, was ich nur noch schneiden muss. Es handelt sich um eine Woche am Arm mit meiner Ginon GS23, die Limited Edition, die Sonderedition. Ja, das kommt jetzt in den nächsten Tagen, wahrscheinlich vor diesem hier.
Das heißt, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, wenn das Video hier kommt. Ich bin manchmal echt ein Honk und bin so dermaßen unorganisiert. Freut euch drauf, dann habt ihr ein Video mehr gesehen, als ich so gedanklich eigentlich eingeplant hatte. Wir haben Samstagmorgen, wir haben 9:45 Uhr und meine, kann man sehen? Na, wahrscheinlich nicht. Meine Heinrich Taucher LX ist noch am Arm. Ich habe sie gestern Abend nicht mit der Taschenlampe aktiviert und konnte sie trotzdem die Nacht über ablesen, musste mich aber etwas mehr konzentrieren. Also die Leuchtmasse ist für mich wirklich eine der Überraschungen bei dieser Uhr. Sie ist wirklich wesentlich besser, als ich aufgrund der kleinen Auflagefläche, der kleinen Füllmengen erwartet habe. Das ist für mich wirklich die Überraschung. Heute geht es in meine alte Heimat Richtung Niederrhein. Heute Abend Martinsgans essen. Für mich, der seit 2 Jahren kein Fleisch mehr isst, eine echte Herausforderung. Aber ich werde schon was finden. Ansonsten bei meinen Eltern, die freuen sich total auf unseren Hund. Und morgen geht es zurück. Und dann werde ich jetzt 2 Tage lang in etwas ungewohnter Umgebung bei meinen Eltern und vielleicht auch in der niederrheinischen Tiefebene ein paar Aufnahmen machen. Wir haben Samstag, kurz nach 10, 9:45 Uhr und meine Heinrich Taucher LX ist natürlich noch am Arm. Ich bin hier in Wegberg, wie ihr sehen könnt, hinter mir die Ophofer Mühle. Wir haben gerade fantastisch gegessen mit Freunden und selbst meinem Patenkind gefällt die Taucher LX. Er meint zwar, es ist ein ziemlicher Brocken, ihm persönlich wäre sie zu schwer am Arm, aber selbst einem 23-jährigen jungen Mann mag diese Uhr zu gefallen, was für mich ein wirklich gutes Zeichen ist. Wir haben Sonntagabend 11:55 Uhr und meine Heinrich Taucher LX ist noch am Arm. Heute nur eine Abendaufnahme, weil ich heute Morgen unterwegs war bei meinen Eltern. Und Aufnahmen mit einer Kamera kann ich natürlich nur machen, wenn das Akku voll ist. Ich habe nicht gedacht, dass mit der aktuellen Kameraeinstellung das Akku so schnell leer saugt und ich am Sonntagmorgen schon keinen Akku mehr habe, deshalb nur heute Abend. Ich war gerade mit dem Hund draußen, deswegen steckt mir auch gerade die Brille etwas. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Doch, man kann es, glaube ich, sehen. 7 Grad und leichter Nieselregen. Top Hundewetter, super. Macht richtig Spaß, da rauszugehen. Aber muss natürlich sein, die Alternative wäre dann doch deutlich weniger gut. Ich trage die LX super gerne. Es ist in meiner Sammlung eine absolut ausgefallene Uhr, die sowohl von der Zeigerform als auch vom gesamten Erscheinungsbild eine Ausnahmestellung hat. Vielleicht trage ich sie auch deshalb so gerne, weil ich natürlich auf so ausgefallene Sachen etwas stehe, wie ihr wisst. Aber sie ist auch angenehm am Arm. Ich hatte so leichte Bedenken, was die doch sehr kantige Gehäuseform betrifft. Aber ähnlich wie bei der Stova Prodiver merkt man es am Arm überhaupt nicht. Es ist eine große, sehr präsente Uhr, wie auch mein Patenkind gestern angemerkt hat. Aber die Gehäuseform trägt sich am Arm sehr angenehm und die Kanten und Ecken, die man fühlt, wenn man drüber streichelt, merkt man beim Tragen überhaupt nicht, was ich sehr angenehm finde und was der Uhr aus meiner Sicht auch einen besonderen Charme verleiht. Sie ist quasi das totale Gegenstück zu meiner Mühle Rescue Timer, die ja ein wahrer Handschmeichler, Handstreichler ist. Das kann man von der LX nicht behaupten. Sie hat schon einige Ecken und Kanten, die man beim Drüberstreichen sehr deutlich merkt, aber eben nur beim Drüberstreicheln und nicht beim Tragen. Morgen werde ich versuchen, mal etwas mit Bändern zu spielen und mal zu schauen,
ob ich auch noch andere Bänder habe, die an die Uhr passen und an der Uhr gut aussehen. Meine Vermutung heute geht in die Richtung, dass ich immer wieder zum Stahlband zurückkehren werde, weil ich finde, dass das Stahlband an der Uhr einfach absolut perfekt passt. Wir haben Montagmorgen kurz nach 10 und meine Heinrich Taucher LX ist noch am Arm. Wir haben Tag 5 meiner eine Woche am Arm und eigentlich, ja, eigentlich tolles Wort. Also, ich hatte geplant, euch heute Morgen mitzunehmen auf einen herbstlichen Waldspaziergang. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera hört. Es regnet aber leider. Ich bin weder wasserscheu noch irgendwie allergisch gegen Wasser. Aber meine Kamera ist es. Die ist nicht wasserdicht, nicht regendicht, nicht spritzwassergeschützt. Aus diesem Grunde musste ich diesen Plan leider verwerfen. Sitze hier am Waldrand im Auto und würde gerne mit euch und Kamera durch den Wald gehen. Das gibt leider nichts. Was mir zu der Uhr aufgefallen ist, bevor ich euch gleich Bilder von alternativen Bändern zeige, mir ist zum allerersten Mal die Schließe aufgegangen, ohne dass ich das geplant habe. Zur Schließe möchte ich aber noch etwas sagen, und zwar, ich finde es super gut, dass diese Schließe, obwohl es so eine ausziehbare Schließe ist, ihr kennt das alle, ist sie relativ kurz und flach. Das begrüße ich absolut und finde ich wirklich klasse. Da hat Heinrich wirklich was Schönes hingelegt, was mir gut gefällt. Diese Art von Schließen gefällt mir grundsätzlich nicht ganz so gut. Ich mag nicht, dass hier hinten noch so ein dickes Ende übersteht, wenn man das rauszieht und dann das Ganze so ein kleines bisschen wie eine Badewanne wirkt, sowohl oben als auch unten. Es ist praktisch, aber ich brauche diese ausziehbare Verlängerung so gut wie nie. Mir reichen hier bei dieser Uhr sogar, na, kann man es sehen, diese zwei Löcher zur Feinverstellung in Verbindung mit den relativ kurzen Gliedern bin ich perfekt glücklich. Mit mehr brauche ich eigentlich nicht. Zu meinem in Anführungsstrichen Problem diese Nacht. Ich bin diese Nacht wach geworden und die Uhr baumelte lose am Arm. Und dann habe ich festgestellt, dass die Verlängerung ausgezogen war. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, ob ich nachts irgendwie im Traum an den Rückern rumgespielt habe oder aber ob es wirklich eine gewisse Armbewegung war oder ob ich an meinen Klamotten hängen geblieben bin, an der Bettdecke. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Schließe unerwartet, unerwünscht diese Nacht auf war und die Uhr rumgeschlackert hat. Hat mich gewundert, werde ich über die nächsten Tage weiter beobachten. So, bevor ich jetzt zu den Bändern komme, wie angekündigt, wollte ich euch doch auf jeden Fall noch mal kurz die Schließe zeigen. Denn hier hat Heinrich etwas gemacht, was ich sehr begrüße. Es ist die Ratchet-Schließe, mit der ich mich, wie gesagt, nicht wirklich anfreunden kann, der Optik wegen. Aber es ist eine von oben wirklich relativ kurze Schließe. Ich nehme mal kurz meinen Messschieber. Dann können wir das auch wirklich mal genau nachmessen. Die Schließe ist außen etwas mehr als 37 mm nur lang und hat einschließlich des Faltmechanismus eine Bauhöhe von ja noch nicht mal 7,5 mm. Das finde ich wirklich klasse, dass man hier kein so großes, volumiges, dickes, fettes Teil dran hat. Das kommt mir wirklich entgegen. So, was kann man jetzt an die Uhr für Bänder dran machen? Ich habe mich bewusst gegen Lederbänder entschieden, obwohl sie bestimmt gut passen würden zu der Optik der Uhr und zu den 70er Jahren. Ich habe mich ganz bewusst für Bänder entschieden, die auch dem Einsatzzweck einer Taucheruhr gerecht werden. Das heißt, ich habe jetzt hier Canvas-Bänder gewählt und schau mal, wie die an der Uhr aussehen, und werde auch
eines tatsächlich etwas länger an der Uhr lassen, einfach um einmal zu schauen, wie es sich anfühlt. Ich nehme dafür die Federstege des Stahlbandes und ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus an einem schwarzen Canvasband. Ich montiere das mal und dann zeige ich euch, wie es aussieht und bin sehr gespannt, was ihr dazu in die Kommentare schreibt, ob euch das gefällt oder ob ihr sagt, das passt nicht zum Charakter der Uhr. So, das war schon der erste, das ging ganz pflück, da habe ich Glück gehabt. Und das zweite Bandelement. Auch, na, das hat jetzt nicht eingerastet. Super, dafür machen wir das ja, damit ihr seht, dass nicht immer alles beim ersten Mal klappt, sondern auch durchaus mal schief gehen kann, darf und auch wird. So, jetzt habe ich beide drin. Ja, und so sieht das Ganze an einem schwarzen Canvasband aus. Da muss ich mal sagen, überraschend gut. Hätte ich wirklich nicht erwartet, passt aber wirklich richtig gut. Sehr schön. Und am Arm auch gut, fühlt sich gut an. Herrlich. Also da bin ich jetzt echt wirklich positiv überrascht. Das Ganze gibt es in unterschiedlichen Farben. Die Bänder sind von Miros Time. Blau passt jetzt hier nicht so gut dran. Deswegen nehme ich das doch direkt weg. Aber das Schwarze mit dem schwarzen Blatt und den Goldakzenten. Klasse. Also ich habe mich gerade selbst überrascht. Ich hätte damit definitiv nicht gerechnet. Ich war der festen Meinung, dass an der Uhr wirklich nur das Stahlband richtig gut aussieht. Das werde ich jetzt ein paar Tage testen und euch dann sagen, was dabei herausgekommen ist. Wir schauen auch noch kurz auf die Uhrzeit. Wir haben ja den Abend von Tag 5. Was bedeutet, ich habe die Uhr jetzt genau 5 Tage im vollen Gebrauch und die Uhr geht in 5 Tagen 45 Sekunden vor. Das ist jetzt nicht super klasse, aber auch nichts, was mich im Entferntesten stört. Insofern ist auch das für mich im absolut grünen Bereich. Ja, am Dienstagabend, Tag 6, meiner eine Woche am Arm und meine Heinrich Taucher LX ist noch am Arm. Wir haben 10 vor 12 in der Nacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt überrascht, wie unglaublich gut mir die LX an dem schwarzen Canvasband gefällt. Also damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich hatte ziemlich sicher gedacht, dass es sich bequem trägt und das tut es absolut. Also es ist wirklich super, super angenehm am Arm, trägt sich ganz weich, ist auch ein sehr weiches Canvasband, ist eines der besseren, nicht ganz so stark ausfransenden von Miros Time. Ihr findet die bestimmt, wenn ihr auf die Seite geht und euch dafür interessiert. Funktioniert auch sehr gut mit dem Gehäuse. Also man hat da keinen großartigen Spalt, keinen großartigen Ansatz. Natürlich sieht man hier die Seitenflanke des Gehäuses, das ist einfach so. Aber ansonsten finde ich, passt das unglaublich hervorragend auch zu dem Ziffernblatt und zur Gesamterscheinung. Dann mal die Rückseite, auch da passt das, denke ich, sehr gut, weil die ja so ein bisschen schwarz gehalten ist. Das passt also wirklich von allen Seiten hervorragend zu der Uhr. Ich bin richtig, richtig positiv angetan davon und bin jetzt nach dem Tag, wo ich dieses Band dran habe, ehrlich gesagt überhaupt nicht so sicher, ob ich wirklich nochmal auf das Stahlband zurück will. Das liegt hier zwar fertig, um wieder darauf zu wechseln, also wirklich griffbereit, aber ich vermute fast, ich werde das gute und angenehme Stahlband doch erstmal für eine bestimmte Zeit
wenn nicht einmotten, dann aber mit dem Karton der Uhr zur Seite tun, weil so finde ich sie im Augenblick wirklich klasse. Wir haben Mittwochnacht, wir haben kurz nach 12 und meine Heinrich Taucher LX ist noch am Arm. Ja, ist der letzte Tag. Insofern kann ich also eine Woche am Arm zusammenfassen. Ich kann auf jeden Fall sagen, da ich das Band gewechselt habe, dass das Stahlband sehr gut ausbalanciert ist. Mit dem Stahlband sitzt die Uhr etwas stabiler am Arm, etwas weniger kopflastig. Also für mich ist das Stahlband hervorragend ausbalanciert. Mit dem jetzt an der Uhr befindlichen Canvas dreht sich die Uhr etwas leichter. Ich habe die Uhren immer sehr locker. Ihr könnt sehen, ich kann die Uhr tatsächlich mit etwas Mühe ganz um den Arm rumdrehen. Ich habe das gerne, wenn die Uhren so ein kleines bisschen locker sind. Insofern ist, glaube ich, auch klar, wo die Kopflastigkeit am Canvasband herkommt. Mich stört das nicht. Ich spüre das gerne, wenn sich die Uhren ein bisschen bewegen. Manch anderen stört das wahrscheinlich ziemlich elementar. Nachtablesbarkeit, Ganggenauigkeit habe ich über die Woche schon erwähnt. Das Design ist natürlich Geschmackssache. Von den Fotos her hat mich das Design gar nicht angesprochen. Live und in Farbe, wobei Farbe sich hier auf Schwarz, Weiß, Grau und Gold beschränkt, hat mich die Uhr total abgeholt und total überzeugt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Uhr denkt. Würde mich wirklich interessieren, gerade weil ich da so ein anfänglich doch etwas gespaltenes Verhältnis zu der Uhr hatte. Und in dem Sinne, dass ich mir dieses Jahr wohl mit großer Wahrscheinlichkeit keine weitere Uhr in die Sammlung packen werde, ist das mein letztes eine Woche am Arm-Video in 2023. Ich denke, in 2024 wird es noch das eine oder andere geben, aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit weniger als in 2023. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf alles, was auf meinem Kanal noch kommt. Bis dahin. Tschüss, euer Axel.